Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Ich muss euch ganz kurz noch das Ergebnis von heute halt eben so ein bisschen nachliefern. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, wollte eigentlich heute Mittag noch kurz aufnehmen, aber ja, das hat sich dann halt eben alles ein bisschen verzogen. Aber nun zur heutigen Runde. Es geht vom Schwierigkeitsgrad geht's eigentlich sehr, sehr einfach los. Ihr seht auch schön einfache Sprünge, ein bisschen schlagen hier, einen großen Sprung hier. Hier wieder ein bisschen fallen lassen, hier ein kleiner Sprung. Naja, so klein vielleicht auch nicht. Klein, groß, hier nochmal ein großer Sprung drüber, jetzt wieder klein, nochmal einen kleinen. Und hier halt eben entsprechend groß drüber. So, jetzt hier über die Seile drüber und schon bekommen wir auch schon die erste 300 Meter Pause. Vom Ergebnis heute müssen wir 1050, glaube ich, waren es, Meter erreichen. Was eigentlich durchaus machbar ist, weil also bis dahin gibt es eigentlich recht wenig Probleme. Es gibt eine kleine knackige Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss, aber ansonsten sind es eigentlich alles recht einfache Sprünge hier, wie ihr es auch schön seht. Hier nochmal drüber ein bisschen, hier auch wieder Seile springen auf den entsprechenden Punkt. Da hat es zwischendurch ein außerordentlich verspult, aber kein Problem, wir machen hier mal weiter. So, jetzt wieder hier auf dem Bumper, hier auch nochmal Bumper, da wieder zwischenschlagen, Hubschrauber aktivieren. Das hier ist eine kleine Knackstelle, da tut es manche im Silberbereich halt eben gern verspulen. Jetzt hier auch nochmal weiter, das ist so eine Stelle, wenn man da nicht richtig abspringt, dann hat man ein Problem. Und jetzt zieht die das Schwierigkeitsgrad deutlich an. Und ja, hier treffen sich irgendwie alle eigentlich im Goldbereich. Weil, ja, hier verspult es eigentlich so gut wie jeden, eigentlich. So, hier nochmal drüber und hier vergesse ich dann, also, oder springe ich dann außerdem nach unten. Ja, aber es reicht für heute. Vielleicht mache ich morgen ein bisschen mehr. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen bei einer neuen Runde. Vom Schwierigkeitsgrad her, ja, ich bin nur ein bisschen 15% eigentlich. Und das sollte eigentlich für heute reichen. Gut, dann bis morgen. Ciao, ciao.